So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Guckt euch das Wrestling-Shirt an. Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe eigentlich die falsche Kappe auf. Das ist die Pokémon-Kappe, aber eigentlich brauchen wir die Trinker-Kappe, denn wir haben einen Gast. Das ist gar nicht der Hannes, oder? Warte mal. Das ist der Hannes. Und der Hannes, Moin. Der trinkt ja gerne Energy-Drinks. Ja, ne? Sehr gerne. Was ist deine Lieblingsmarke an Energy-Drinks? Monster. Monster. Was ist mit Red Bull? Ja, eigentlich schon, aber nicht mehr so. Monster schmecken mittlerweile besser als das Red Bull. Wenn der Hannes nämlich mal zu Besuch war, mussten wir immer extra nochmal los und hat er sich immer gleich 10 Tonnen Red Bull Zero eingepackt, ohne Zucker. Der Hannes darf nämlich gar keinen Zucker, der muss immer alles so mit Süßstoff und so gebambelt und alles und Diabetes und hin und her. Jetzt gibt es ja von Montana Black natürlich den Gönergy, ja, mit einem N, den Gönergy. Ja, Gönergy, aber Gönergy, weil es ja nur ein N. Den habe ich schon probiert. Ich fand den ja nicht so toll. Ich bin allgemein ja kein Energy-Freund, so richtig. Und vor allem ohne Zucker mit Süßstoff ist mir der Geschmack so aufdringlich, so komisch, kann den nicht ab. Kann man sich bestimmt dran gewöhnen, haben jetzt auch viele Leute gesagt. Wenn du das sonst nie Süßstoffkacke zu dir nimmst, ist klar, dass das richtig eklig erstmal ist. So, das Muttertier hat das auch probiert, fand manche abartig, aber manche auch okay. Da war es so ein Mittelding. Jetzt kommt Hannes, der sowieso immer Zero trinkt und immer ohne Zucker trinkt. Der kennt die gar nicht. Als wir gestern einkaufen waren, haben wir gesehen, im Teegut in Meiningen stand noch ein kompletter Aufsteller mit Gönergy. Ja? Und Hannes kennt es nicht. Wir haben 3 Dosen mitgenommen. Ich möchte jetzt mal wissen, wie es dem Hannes schmeckt. Und er kriegt das jetzt genau in der Reihenfolge, okay, wie ich es auch probiert habe. Tropical Exotic Geschmack. Ui, 500 Milliliter. Eiskalt genießen, die waren auch im Kühlschrank. Ich glaube, ich werde auch dann noch mal probieren, direkt davon, wenn du es aufhast. Weil ich habe ja nur einen ganz kleinen Schluck aus einem kleinen Probiergläschen gehabt. Und da war das halt komisch. Als die Mama das, da war das schon wieder anders. Riechen tut es auf jeden Fall sehr fruchtig schon mal. Sehr fruchtig, exotic, ja. Tropical. Schon mal, dann schauen wir mal. Den Geruch fand ich, glaube ich, bei allen dreien eigentlich gut, glaube ich. Aber geschmacklich war es halt dann wieder anders. So, jetzt kommt unser Süßstoffexperte. Was? Ist es süß oder ist es nicht süß? Ist es fruchtig? Ist es? Ja, es ist fruchtig definitiv. Süß ist es auch schon sehr. Ich hätte es mir jetzt weniger süß vorgestellt. Und geschmacklich, ja, im ganzen Geschmack geht eigentlich. Geht. Ist das was, wo du jetzt sagst, boah, würde ich nochmal kaufen oder naja? Naja, das ist weniger. Das bleibt bei meinem Monster. Naja, ich weiß ja nicht, wie die anderen zwei schmecken, aber. Ja, gerade bei der Sorte jetzt. Nein, das ist also trotzdem nicht. Nein. Ist dir auch zu süß im Abgang? Ja, ja. Also ist es ja, wenn ich Süßstoff gar nicht mag und er sich dran gewöhnt hat, aber für ihn auch da zu viel Süßstoff vielleicht drin ist, dass es zu süß ist, dann ist meine Bewertung noch gar nicht so bescheuert. Ich will es auch noch mal probieren. Jo. Aber wir müssen noch was übrig lassen. Wir wollen nämlich noch die Gönnergy Mars testen. Beim Trinken finde ich ja, ist das ja sogar vielleicht in Ordnung, aber beim Absetzen, das ist so richtig, weiß ich nicht. Da wird es für mich, schmeckt es dann plötzlich richtig künstlich und richtig säuerlich und es bitzelt alles und es brennt und es ist halt. Ja gut, das merke ich schon gar nicht. Ich kann es nicht verstehen. Das merke ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, man muss sie halt auf Ex trinken komplett, dann hat man einen schönen Geschmack und nur das Ende, das ist was zum dran gewöhnen. Die hat den meisten am besten geschmeckt, gerade die da. Die gelbe? Dachte, oder? Hey, die meisten haben doch gesagt, oder die blaue Blau, ist das aber Beste. Viel achtet, aber das haben sie dann gab es welche, die doch, das hat der Dennis, der findet das gut. Ich hatte das deswegen gut. Kommen wir jetzt zum Raspberry Cheesecake Geschmack. Und wo Leute mal denken, das heißt Erdbeer-Käsekuchen, eigentlich ist ein Himbeer-Käsekuchen. Machen sie mal auf, der Hannes, okay. Herr. 4,40, nach 5 Minuten geht das Display, glaube ich, aus. Also wenn ihr das mit einmal wegzieht, dann ist das vielleicht in Ordnung, aber wer macht das schon? Man will das ja genießen nebenbei. Das riecht schon richtig, richtig süßlich, das Zeug. Das besser oder schlechter als das erste? Naja, das riecht ja schon süßlich. Also wahrscheinlich schlechter, ja. Weil beim ersten hast du dich ja gefreut, hast gesagt, oh, das riecht gut, ne? Und jetzt? Na.
Na? Das ist gar nichts. Das ist genauso. Nein. Schmeckt es nach Käsekuchen? Ja, Käsekuchen auf jeden Fall. Aber Himbeer. Himbeer, leichte Himbeer schmecke ich. Aber es ist trotzdem auch wieder zu süß. Zu süß? Ja. Hey, der Süßstoffexperte sagt, es ist zu süß. Das ist zu süß. Da kriegst du noch mehr Durst von dem Zeigel. Das ist. Ja gut, aber man darf nicht vergessen, Käsekuchen wird ja auch sehr viel mit Zucker gemacht und so. Also wenn du den Geschmack gar noch drin hast, dann na, ist gar nichts. Ich glaube, ich habe genau wieder das Gleiche. Ich fand, der hat viel mehr gebrannt im Rachen und viel mehr so geschäumt und gebitzelt und bläh. Der ist an sich angenehmer vom Trinken, aber mir schmeckt einfach der Geschmack nicht. Also der Geschmack ist einfach nicht meins. Das Käsekuchige ist einfach so dumpf. So dumpf. Ich esse keinen Kuchen, ich bin kein Kuchenfreund, alles. Deswegen ist das halt nicht meine Sorte. Der schmeckt im Nachgang nicht so brutal chemisch wie der. Ja, der schmeckt also das ist definitiv fruchtiger als das da hier. Das ist reines nur süße Pampe. Das heißt, Kuchenliebhaber werden hier auf ihre Kosten kommen. Ich bin ja Kuchenliebhaber. Und auf den hatte ich mich am meisten gefreut. Da bin ich gespannt auf das. Blueberry Coconut Heidelbeer mit Kokos, wo viele ausgerastet sind. Normal dürfte das eigentlich nicht so süß sein. Ja. Weil Heidelbeeren sind nicht so süß und. Ja, der ist dann wieder sauer und brennt. Ja, wahrscheinlich. Wenn du Pech hast. Oh, sehr geil. Sehr geil. Der Geruch ist schon mal sehr geil. Nein, es riecht nach Heidelbeeren. Es riecht nach dem. Hat er den besten Geruch bis jetzt wahrscheinlich? Beim zweiten, der Geruch war ja nix, hat er gesagt. Oh, herrlich. Herrlich. Das ist nicht so süß, das ist. Der fruchtige Geschmack von den Heidelbeeren ist drin. Leichte Kokosnote ist dabei. Und es schmeckt auch mehr erfrischender als die anderen zwei. Das heißt, für dich das Schlechteste wäre der. Das ist der hier, ja. Dann der dann hier. Kommt das. Und dann das hier. Mit weitem Abstand. Ja. Weil das wahrscheinlich du dir sogar nochmal holen würdest. Ja, weil du den eigentlich ganz gut findest. Ja. Muss ich aber auch nochmal probieren, weil ich auch nicht mehr weiß, wie der geschmeckt hat. Bei mir bitzelt schon wieder die ganze Zunge und ich finde das halt, für mich ist das süß, für mich ist das süß, für mich ist das sauer, für mich ist das chemisch, für mich ist das Traubenzucker, also so nehme ich das wahr. Ich fand den am angenehmsten zu trinken, aber der Geschmack ist nix, die sind beim Trinken erst okay, aber beim Absetzen ist das so richtig, oh, und dann zieht sich auch der ganze Magen direkt zusammen und das ist ein Gefühl, was ich nicht haben möchte, wenn ich was trinke. Für mich ist es immer noch nichts, ich würde es nicht nochmal kaufen. Außer es muss noch jemand testen und ich muss schon wieder ein blödes Video drüber machen. Wir haben damit aber noch was vor. Das seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wartet noch. Euer Flatti. Genau. Nein, Grüße an Flatti, Grüße an auch an die Community, an den Rest. Danke, Hannes, fürs Dabeisein, fürs Testen, für alles. Hallo, Muttertier. Ne? Warum auch immer die da sitzt. Ich hatte gar nichts gemacht, oder? Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schreibt ihr nochmal rein, schmeckt euch Gönergy oder nicht und welches Team seid ihr? Ich bin Team Nix. Hannes ist jetzt Team Blau geworden. Yo. Der ist überzeugt.